Willkommen zurück zu Pokémon Kristall. Ja, im Bewerten das letzte Mal habe ich vergessen, hier noch einen kurzen Abstecher zu machen. Dieses Item möchten wir nicht liegen lassen, von daher holen wir uns das schnell. Schnappen uns es hier und wir haben ein Nugget. Juhu, können wir gut verkaufen. Ja, worüber ich noch näher reden wollte, war die Tatsache, dass wir Traunfugel noch gar nicht gesehen haben. Obwohl es das einzige neue Geist-Pokémon hier in dieser Generation ist, hat man bisher, den haben wir das letzte Mal gekämpft, übrigens ganz kurz noch, der sagt was zu den Radiosendern aus Kanto, dass es viele hier gibt. Ja, das können wir noch nicht bestätigen, weil wir ja kein Radio haben, aber können wir uns dann gleich anschauen. Auf jeden Fall, wie gesagt, Moment, hier müsste etwas sein, ja. Hier war auch schon Rot-Blau-Gelb ein Item. Ich glaube, die TM-Zahltag war hier und insofern konnte man einigermaßen ahnen, dass sich hier etwas befindet. So, aber zurück zum Thema. Traunfugel haben wir noch gar nicht gesehen. Trotzdem hat es einen interessanten Wert, war sogar overused. Ja, es war overused in dieser Generation. Und ja. Es war auf jeden Fall, was es davor noch nicht gab, nämlich ein Mono-Geist-Typ. Davor kannte man Geist in Verbindung mit Gift, so wie Gengar eben war. Und was macht ihn so stark? Nun, die Werte sind es gar nicht mal. Es hat 60 KP Angriff und Verteidigung, 85 Spezialangriff, Spezialverteidigung und Init. Aber wo Traunfugel enorm punktet, sitzt seine Angriffe, von denen kein einziges ein Offensivattack ist. Ich werde es euch erläutern. Nehmen wir an, es kommt ein Gegner rein. Das erste, was man macht, ist Horrorblick. Damit findet man schon mal, dass der Gegner flüchten kann. Das ist natürlich mächtig, dass Traunfugel das kann. Denn so kann man verhindern, dass ein anderes Pokémon reinkommt. So. Attacke, die man jetzt einsetzt. Abgesang. Abgesang sorgt dafür, dass das gegnerische Pokémon und das eigene Pokémon in 3 Runden sterben werden. Das Pokémon kann aber nicht flüchten. Was macht man? Man gibt ihm noch zusätzlich einen Konfusstrahl und schützt sich mit Schutzschild. Anziehung ist auch eine Möglichkeit statt Konfusstrahl, aber der Vorteil bei Konfusstrahl ist eben, dass das Pokémon sich auch selbst wehtun kann. Der Vorteil bei Anziehung und ein Vorteil von Konfusstrahl ist, dass es bei jedem Pokémon funktioniert. Bei Anziehung ist es den ganzen Kampf über eine 50%ige Chance, dass das Pokémon nicht angreift, aber es funktioniert nicht bei jedem, deswegen würde ich Konfusstrahl eher bevorzugen, weil es halt bei jedem Pokémon funktioniert. Und ja, dann überlegt man, Abgesang funktioniert, oder tut das Pokémon in das gegnerische Pokémon 3 Zügen erledigen. Schutzschild kann schon mal potenziell dafür sorgen, dass man 2 Runden lang nicht angegriffen wird. Erste Runde 100%ige Trefferchance, zweite Runde 50%ige Trefferchance. Gibt man noch einen Konfusstrahl und der Gegner ist in 3 Runden tot. Man selbst tauscht jedoch kurz davor einfach aus. Das kann man nämlich. Der Gegner kann es aber nicht, weil er Horrorblick hat. Und BÄM! Das kann den größten Tank erledigen. Hat Relaxo keine Chance. Da hat Panzer Aeron keine Chance. Da hat Scaraborn keine Chance. Da hat eigentlich kein Pokémon overused eine große Chance. Vor allem eben die, die wirkliche Tanks sind. Und insofern Traunfugel böse. Und wo wir gerade über Traunfugel reden. Ja, das ist die neue Lavandia-Musik. Sie ist besser als die in Heart Gold Soul Silver, nicht ganz so gut wie die in Rot, Blau, Gelb, aber die hat einen schönen Touch, denn wenn man mit dieser Finsterheit absieht, hat sie noch so einen Ticken Hoffnung. Das gefällt mir extrem bei diesem Tune. Also, Lavandia-Tune ist sowieso absolut episch. Es ist unabdingbar, Schutz bei sich zu haben, wenn man Höhlen erkundet. Obwohl ich Höhlen sehr gerne erforsche, habe ich noch nicht alle erforscht. Und Leute, wir haben den riesigen Routenkomplex geschafft. Ich meine, gut, natürlich, das war jetzt von Route 15 bis Route 11 und es war jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem, wir haben es geschafft. Ich habe von einem Kunstschmied gehört, der maßgefertigte Pokébälle in Azalea City in Johto herstellt. Ich wünschte, ich hätte auch welche. Ja, die haben wir leider nur in diesem Spiel, nur Nord Gold zu Silver. Weder in Schwarz-Weiß noch in XY kamen diese Bälle zurück, was ich im Übrigen sehr bedauere.
Ich hatte gehofft, dass man da eine Möglichkeit reinbringt, diese Welle noch einzuprogrammieren nach Gold und Silber. Übrigens, der Mal war das letzte Mal da unten. Jetzt chillt er hier. Warum das so ist, schauen wir noch. Und natürlich musste ich, oder habe ich gewartet, bis Nacht ist, weil, komm, wir haben jetzt eine bessere Zeit, um Lavandia zu erkunden, als wenn es Nacht ist. Seid ehrlich. Das passt einfach, wie die Faust aufs Auge. Es gibt eine Musiksendung im Radio, die Melodien auf der Pokeflöte sendet. Ach ja? Ah, dein Radio braucht ein Zusatzsetz, damit du das empfangen kannst. Ja, und dazu muss der Radioturm mal funktionieren, weil hier kann man nichts empfangen. Eigentlich braucht man ja keine Sets doch für ein Radio zu empfangen, sondern nur eine Antenne. Ziemlich dreist, dass man das hier braucht. Wenn das Kraftwerk nicht funktioniert, läuft der Magnetzug auch nicht. Das bedeutet, dass auch die Radiostation nicht auf Sendung gehen kann. Ja, es ist leider so. Am Norden von Lavandia ist der Felstull. Er führt zum Kraftwerk. Oh ja, den Felstull machen wir auch noch. Der ist jetzt nicht so schlimm wie ein Rot-Blau-Gelb. Aber, ja. Weißnasse Pokémon von Lavandia. Das gibt's natürlich auch noch. Die Pokémon, die ja keine Eltern mehr haben, wie das Dragosso, was in Rot-Blau-Gelb von Timurgen umgebracht wurde. Es gibt kaltherzige Menschen, die einfach ihre Pokémon im Stich lassen. Großvater nimmt die armen, heimatlosen Pokémon auf und sorgt für sie. Ja, Mr. Fuji. Jedoch glaube ich nicht, dass diese Stadt noch lange existieren wird, denn ich frage mich, wie viel negatives Karma man auf sich aufladen kann. Ich zeig's euch gleich. Hier wohnt Mr. Fuji, aber er ist jetzt nicht zu Hause. Er müsste in der Ruhestätte sein. Denn die Ruhestätte ist jetzt hier. Und was haben sie mit dem Pokémon-Turm gemacht? Nun, Lavandia. Die liebliche, lilafarbene Stadt. Nee, das wollte ich jetzt nicht lesen. Sondern Kanto Radiostation. Deine Lieblingsprogramme zu jeder Tages- und Nachtzeit. Sie haben alle Gräber geplündert, rausgeschmissen, daraus einen Radioturm gemacht. Der Ort, der voller Exorzisten war, voller Geister. Und sie haben die alle rausgeschmissen, um daraus einen Radioturm zu machen. Das ist der unsicherste Arbeitsplatz ever und mich wundert es, dass diese Menschen überhaupt noch leben, weil wirklich, wer Karma kann man nicht auf sich aufladen. Na, Pokeflöte wächst zu schlafende Pokémon. Jeder Trainer muss das wissen. Ich weiß doch, aber wie könnt ihr das tun? Wie konnte eure Regierung das zulassen? In Kanto werden viele gute Radioprogramme gesendet. Ja, jetzt sind wir die ganze Zeit vom Radio. Ich habe kein Zusatzset. Lavandia ist eine ruhige kleine Stadt am Fuße der Berge. In letzter Zeit ist sie durch den Bau des Radioturms etwas geschäftiger geworden. Bau des Radioturms. Ein Umbau. Eine Plünderung, würde ich es eher nennen. Ja, das ist der Name bewährt. Es gibt hier zwei tatsächlich. In Ducati City und in Lavandia. Aber ich brauche ihn nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Und ja, das hier ist jetzt die neue Ruhestätte. Mögen die Seelen der Pokémon hier in Frieden ruhen. Kurz noch eine Erklärung hierzu. Die Leute kommen von überall her, um den Seelen dahingegangener Pokémon Respekt zu erweisen. Hier, ja, es gibt natürlich jetzt nicht, wie ihr hier seht, nur 24 Gräber, sondern es heißt, Mr. Fuji hat einen Schlüssel zu einer unteren Kammer. Und ja, diese unteren Kämmer kann nur Mr. Fuji betreten. Wir werden sie leider nie sehen, ich meine Hot Gold Soul Silver. Ich besuche mit meiner Mutter die Grabmale der Pokémon. Leider nicht die epische Remix vom Pokémon-Turm-Theme. Die Pokémon, die bei mir lebten. Ich hatte sie so lieb wie meine Enkelkinder. Ich glaube, hier liegen noch andere Pokémon begraben. Es gibt viele Kammern, die nur Mr. Fuji betreten darf. Genau, da steht's. Sei willkommen. Du scheinst deine Pokémon mit Sorgfalt und Liebe aufzuziehen. Zum Glück kennst du nicht Silver, sonst würdest du einen Herzinfarkt kriegen. Wer ist Silver? Musst du nicht wissen. Weißt du, solche, die ihre Pokémon verehren, sollen hier den dahingegangenen Pokémon ihren Respekt. Bekunde bitte dein Beileid für die Seelen der dahingegangenen Pokémon. Ich bin sicher, das macht sie glücklich. Ja, der größte weiß, dass die Pokémon sterben. Ich glaube, Pokémon X und Y war die bisher einzige Edition, wo es keinen Turm gab, in welchen Grabstätte lagen. Dafür gab es jedoch andere sehr gruselige Sachen dort. Ein recht beeindruckendes Gebäude, nicht? Das ist der Radioturm von Kanto. Ja, auch hier kein Pokémon-Turm-Remix, aber dafür die schöne Lavandia-Musik.
Viele Menschen arbeiten sehr hart im Radioturm. Sie müssen ihr Bestes geben für ihre gute Sendung. Oh Gott, sie haben Dumpinglöhnarbeiter eingestellt. Willkommen, schau dich auf diese Etage ruhige um. Oh mein Gott. Nein, wir sind nicht mehr auf Sendung. Seit das Kraftwerk nicht mehr läuft, alle Bemühungen, diese Station zum Laufen zu bringen, sind vergebens, wenn ich nichts senden kann. Ich bin ruiniert! Ich muss schon Dumpinglöhner einstellen, weil keiner in diesem verfluchten Turm arbeiten will! Ja, das wundert mich auch nicht mal einen Meter. Mach deine Pokémon mit den fröhlichen Melodien der Pokoflöte auf dem Programm 20 wieder munter. Ja, da braucht noch. Erdgeschoss, Rezept. Erster Stock Verkauf, zweiter Stock Personal, dritter Stock Produktion, vierter Stock Büro des Intendanten. Genauso wie in Ducal City aufgebaut. Hi, ich bin der tolle Musikredakteur. Was, deine Pokécom kann keine Musiksendungen nicht empfangen? Ja, das ist sehr traurig. Wenn du dir das eine Zusatz-Set besorgst, empfängst du meine Sendungen. Hole es dir bald. Ja, mach mal dann schon. Es gibt ja auch keinen Buena nichts und wir können nicht mal in den zweiten Stock, denn... Du darfst leider nur das Erdgeschoss erkunden. Seit der Radioturm in Johto von Verbrechergang besetzt wurde, mussten wir unsere Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. Ja, das verstehe ich durchaus. Vor allem, weil sie wie gesagt in einem Geisterturm sind. Aber gut. Ja, ich würde noch mal kurz einen Austausch tätigen, nämlich Gengar, den werde ich wieder reinholen, den Despotar. Dem geht's gut genug, glaube ich, jetzt zunächst einmal. Auch wenn ich natürlich... Ja, gut, ich... Ich möchte, ehrlich würde ich sein, ich weiß nicht, ob wir Despotar wieder sehen werden, bevor das Finale, weil... Ja, wir sind jetzt eigentlich schon ziemlich weit, wir haben schon 4 Orden hier in Kanto. Und ja, da kommt jetzt auch nicht mehr allzu viel. Ich sehe schon ein bisschen was, aber ja. Gut, Gengar holen wir wieder. Level 48. Da müssen meine Leute schon noch etwas trainieren, um mit der Elite mithalten zu können. So gut, und dann hier noch die Route 8, die fehlt. Die werde ich jetzt schnell durchmachen, weil ich muss ja eh jetzt nach Prismania City. Ihr erinnert euch, da gab es diese Gruselgeschichte, die wir uns anhören wollten, die man sich auch noch nachts anhören kann, und das lohnt sich jetzt ziemlich zu machen. Es lohnt sich ziemlich, das jetzt zu machen. Hier gibt es 5 Trainer. Hoko Silver gab es hier 7, Rotblau Gelb 9 und in Feuerrot und Blattgrün ist der Rekord mit 12 Trainern. Also aber diese Route ist sehr... sehr weit besucht, hier eher weniger. Pokémon sind ja Pummeluff zu 5%, Abra zu 20%, Kadabra zu 5%. Ja, man kann ja auch mal Kadabra fangen. Ich weiß nicht, warum man noch einen Abra fangen sollte. Morgens und Tagsüber über Tauboga zu 30%, Fukano zu 10%, Snubbull zu 30% und nachts Mauzi zu 30%, Alpollo zu 10% und Noctu zu 30%. Das ist soweit die Pokémon, die wir hier finden können. Nichts wirklich Interessantes. In Silber hat man hier noch die Möglichkeit, Vulpix zu fangen. Das hört sich dann schon wieder cooler an. Allerdings auch nur in Silber, weder in Gold noch in Kristall. Fukano gehen kann man in Gold und in Kristall hier fangen. Zumindest morgens und tagsüber kann man ihn hier in Kristall fangen. Aber das war auch schon damals in Rot und Blau so, dass entweder Fukano hier ist oder Vulpix. Ich weiß nicht mehr genau, wie rum es war. Aber ja, es gab auf jeden Fall so eine Reihenfolge. Ich glaube, Vulpix war in Rot und Fukano. Nee. Oh, Leute, ich krieg's nicht zusammen. Von daher sage ich jetzt am besten lieber gar nichts mehr. Ist auch nicht so wichtig, aber auf jeden Fall, ihr wisst, es gab da diesen Unterschied. Ja, also, das sieht man schon einen großen Unterschied. In Rot und Blau standen da links von mir 4 Trainer nacheinander in Reihe und Glied. Die haben selbst gesagt, sie sehen irgendwie bescheuert aus und sie wissen gar nicht, was sie hier eigentlich machen. Ja. Ich weiß es auch nicht. Also gut. Das ist auch der letzte Trainer, den wir in diesem Part machen werden. Ich werde daher... nicht nur mit Pokémon-Wertung anfangen, aber
wir haben es sowieso so gut wie geschafft. Die Pokémon, die jetzt kommen, sind alle relativ extravagant, sag ich mal. Und kommen nicht mehr im regulären Spielverlauf vor. Die, die irgendwie vorkommen, haben wir dann soweit auch bewertet. Wie gesagt, gesehen haben wir sie auch noch nicht alle. Raumflieger zum Beispiel, bevor wir es überhaupt einmal gesehen haben. Was schade ist, ich glaube, das hat auch gar keinen Trainer, sondern das ist nur einmal ein wildes, oder nur in einem Ort ein wildes Pokémon, den wir noch betreten werden. Aber gut, wie gesagt, danke für die Aufmerksamkeit in diesem Part. Pokémon Kristall, meine lieben Freunde. Danke für Daumen hoch und das nächste Mal geht es hier weiter. Da haben wir doch glatt dieses Schild etwas fehlinterpretiert. Denn das bedeutete, dass wir hier in der Wand dieses Calcio finden. Gut versteckt, aber wer es möchte, hier ist es.